Guten Morgen, es ist Tag 9 der Mongolei-Reise. Wir sind in der Provinzstadt Mürün, der Provinz Kyrgyzstan. Und gestern hatten wir einen sehr anstrengenden Tag, lange Pistenfahrt, Peter. Wie geht's dir heute? Sehr lange, ja. Der Rücken hat sich wieder beruhigt von der langen Pistenfahrt gestern, war sehr anstrengend. Ja. Aber wir hatten ein gutes Hotel, insofern. Alles wieder in Ordnung. Gut. Morgen, wie geht's dir? Ja, super gut. Gestern habe ich ein bisschen Nackenschmerzen gehabt, aber jetzt wieder ganz, Sekunde. Ganz okay. Ja. So, morgen. Und heute fahren wir zu einem See. Ja, so mongolisch, der heilige See Kyrgyzstan heißt das. Ja. Also, zweitgrößte Süßwassersee in Asien. Wie lange fahren wir? Oh ja, 2 Stunden oder so. Okay. Also, es ist Asphaltstraße und Piste, ein bisschen. Erstmal Asphaltstraße 100 Kilometer, dann ein bisschen Piste. 20 okay. Kilometer, 27 Kilometer. Ja, was kann man noch erzählen? Peter, was hast du über diese Stadt herausgefunden? Über die Stadt? Ja, ich denke mal, das Nachtleben ist nicht so aktiv und etwas beschaulich. Aber vielleicht heute am See wird es ja spannend. Was stand im Reiseführer? Reiseführer steht Mogi, nicht, dass es dort Schneeleoparden gibt. Ja, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, ein Exemplar mitzunehmen. Ja, so. Also wenn du es mir erlaubst. Warum nicht? Es ist möglich. Na dann auf gutes Gelingen. Ja. Gut. Gehen wir. Сағал келтіреген сағал сағалдан тартсам сындырбайдын сағал келбеген сағал келтіреген сағал сағалдан тартсам сындырбайдын сағал Саламат берзем сен дейбейдің сағал Сананы байтсам сен ұқпайдың сағал Саламат берзем сен дейбейдің сағал Сананы байтсам сен ұқпайдың Selbst. Ja, das ist mein Uhr, acht Meter. Was ist das? Ja, das ist ein Meter. Voll richtig. Das ist ein Meter. Hör nicht, dass du das nicht willst. Bitte. Ja, das ist ein Meter. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Ja, irgendwas ist wieder mit dem Auto los. Was war das, Mogi? Oh, das war Eintritt. Eintritt? Ja. Wohin? Für den Nationalpark. Macht die automatisch, die Gas nimmt die automatisch. Ja. War so ruckelig die ganze Zeit, nicht? Ja. Weißt du, was er gesaugt hat? Ja. Meine Vermutung, der Verteiler ist ein bisschen nass geworden bei der Durchfahrt. Kann sein, ja. Ja, anders muss es trocknen. Ja. Machen wir ein bisschen Pause. Gut. Und Mogi, Wasser reingekommen, oder? Weiß ich nicht, das so. Ein Verteiler. Es konnte sein. Was ist für Verteiler? Eigentlich hast du ja gar keinen Verteiler. Das was ist selbst, Verteiler? Das ist ein Selbstzünder. Das ist Selbstzünder, Dieselmotor. Diesel. Das habe ich auch keine ja. Verteilerproblematik eben. Es kommt automatisch Gas, also weißt du? Ja.
Automatisch. Automatisch. Ich habe nicht die Gaspedale gedrückt, aber der macht automatisch. Irgendwas ist nass geworden. Deshalb konntest du beim Stoppschild eben nicht stoppen. Genau, ja. So weitergefahren. Ja, ja. Wahnsinn. Oh. Das ist Benzinpumpe. Sprungpumpe eventuell. Sprungpumpe ist auch, genau, ja. Konnte sein, ja. Was? Weiß nicht. Das sollte die auch gesteuert hat, ansonsten hast du ein Benzin. Ja, oder Dieselpumpe. Kraftstoffpumpe. Kann sein. Naja, fahren wir. Gegenzug funktioniert die Bremse, damit du den unregelmäßigen Gasschüben entgegenwirken kannst. Ja, oder? Ja, wir suchen ja. Okay. Nicht so weit. Das 27. Na gut, dann probieren wir es mal. Unregelmäßig im Gas. Das Auto scheint sich wieder gefangen zu haben. Wir fahren also weiter. Schon ungerührt, ob es Tschechien in Hanach wegbrochen ist. Warte, warte. Man wollte hier so ein kleines Haus übernachten, also durfte er nichts. Ja, was ist besser? Weiß nicht, ich war in einem kleinen Haus, war ich nie. Was meinst du, Peter? Wir können ja mal einen Blick in das kleine Haus werfen. Ja, lass uns gucken. Gucken, ja? Ja. Yeah. Geschafft. Geschafft. Ja. Mit einer kleinen Automalle. Super. Was haben wir damit? Guten Tag, Peter. Ja. Von außen kann man anschauen, ja. Also Jurte ist besser, denke ich schon, oder? Ja. Bitte. Und das Originale. Alex, was meinst du? Ja, sieht nicht schlecht aus, aber wie gesagt, Jurte ist halt mongolisch. Oh ja, gerne. Mogi, wir sind jetzt an den schönen Kövskolsee und das ist der nördlichste See Mongoleis. Ja, richtig. Das heißt, es sind noch, glaube ich, 100 Kilometer bis nach Russland.
Etwa 190 oder sowas. 190, und dann gibt es auch dann gleich den Baikalsee, ne? Ja, noch weiter, noch ein bisschen Strecke, noch weiter Strecke gibt es Baikalsee. Der Kürskülsee wird auch als die jüngere Schwester der Geschwisterseen genannt, also die jüngere Schwester vom Baikalsee. Ja, Peter. Da können wir ja versuchen, diese 150 Kilometer im See Richtung Russland zu schwimmen. Mal schauen, ob wir das schaffen, aber wahrscheinlich ist die Temperatur des Sees dafür nicht ganz geeignet. Ja. Ja, wie viel Temperatur haben wir da wahrscheinlich? Wassertemperatur? Wasser, es ist sehr cool sein, also mindestens 3, 4 Grad oder so. Oh. Fast so Gefriertemperatur. Es ist so Sommer, im heißen Sommer ist es auch so. Sehr kalt. Aber ihr seid sehr sportliche Typen, ihr könnt baden, das denke ich schon. Was denkst du, Peter? Nur zu dritt. So musst du mitkommen. Genau, wir haben jetzt so viel zu dritt zusammen durchgestanden. Ja. Du glaubst, du, wir werden zu zweit baden? Nein. Dich können wir aus der Pflicht nicht entlassen. Ja. Oh, das ist ein Hirsch, ne? Du kleines Süßes. Was konnte das sein? Was ein Winterschlag. Eine Ziege? Nee. Das weiß ich nicht, was konnte das sein? Es muss ein Tier sein. Ja, aber so ein Schwanz. Das ist auf keinen. Ein kleines Kalb gewesen sein. Weiß nicht. Kalb. Ja, vielleicht ein junges Jagdkalb. Ja. Nee, die Haut ist nicht so. Die Haaren und so. Mutiertes Schaf. Die Schwanz ist nicht so. Wie ein Känguru oder so. Das konnte nicht sein. Fuchsfell. Nein, ein anderes Murmeltier. Murmeltier? Ja. Oh meine Güte. Die armen Tiere. Lass sie doch in der Natur leben, du schießt sie nicht. So, nachdem du mich ja gestern schon gefilmt hast, wie ich meine Suppe beendige, kannst du heute wieder zugreifen und mal schauen, ob meine Tischmanieren immer noch ausreichend für euch sind. Also mal schauen. Ich esse hier eine Seetang, Zwiebel, Tomaten, Rindfleischsuppe. Sehr schön. Abgeschmeckt, würzig im Geschmack und kräftigend. Vorbereitung für die nächste Speise, für den nächsten Gang. Und danach gibt es eine Siesta. Während Peter seine Siesta macht, schauen Mogi und ich uns die jüngere Schwester mal aus der Nähe an. Sag mal, werden die Duschen aus diesem See gespeist, oder genau, wie? Aus dem See. Direkt, sogar alles. Für zum Trinkwasser und so, alles. Eben. Wow. Das ist total sauber. Ist geil, ja? Sehr sauber. Sehr sauber. Das Wasser ist nicht zu kalt, Mogi. Es sieht nicht so schlecht aus. Ist nicht schlecht, oder? Ja.
Kann man schon, denke schon. Es ist also entschieden. Wir werden heute in diesem See baden. Dieser ruhige und kristallklare Süßwassersee wird traditionell als heilig angesehen, in einem Land, welches mit Trockenheit zu kämpfen hat und wo die meisten Seen salzig sind. Mehr noch, der Kövskül-See ist die bedeutendste Trinkwasserreserve der Mongolei mit fast 70% ihres Gesamtsüßwasservorrats. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß es schon, aber ich weiß auch, was eine Ice Cube Challenge war. Das weiß ich auch, aber mal schauen, wie weit wir kommen und wer die Wette gewinnt. Ich glaube, die Wette gilt. So ein bisschen mulmig ist mir schon zumute. Na? Pferde haben eine enorme Bedeutung in der mongolischen Kultur und Religion. Wenn sein Lieblingspferd stirbt, kann der Mongole dessen Schädel als Zeichen des Respekts auf ein Ovo platzieren. Er erweist seinem Pferd die letzte Ehre, indem er seinen Schädel einem Berggeist schenkt. Es gilt als respektlos, auf Pferdeschädel oder Hufen zu treten. Aus diesem Grund werden die Pferdeüberreste des Öfteren an Bäume gehängt oder platziert. Die Gegend um den Kövskülsee ist ein Nationalpark und stellt eine weitläufige Übergangszone zwischen der zentralasiatischen Steppe und der sibirischen Taiga dar. Jetzt sagen, dass ich in der Taiga war? Ja, kannst du sagen. Südlich. Dann geht die noch Richtung Norden, 1000 Kilometer weiter. Genau, sibirische Taiga. Unendlich. Mein Schneeleoparden? Ja, er versteckt irgendwo und beobachtet dich. Mal schauen, wer da wen mitnimmt. Thank you.
als hier mit dem Gast. Ja. Irgendwie. Und bringen wir den Schuh mit. Ja. Was ist der Schuh? Schuh, Stuhl, Hocker. Oh nee, das glaube ich nicht. Nicht zu verfeuern. Steine, es reicht, oder? Suchen einen großen Stein und so. Wir werden heute hier ein Lagerfeuer machen. Das ist ja gefährlich. Krummschwert. Das muss ich den Neffen nicht mitbringen, das gibt's ja. Es gibt Ärger mit der Schwester. Kuhhorn. Was ist das für gut? Das Punkt. Hat er zu Hause doch wieder rum. Staubfänger. Wow, das ist